So, hallo, hier ist wieder der Jörg von YouTube-Kanal Joggler66 und ich bin jetzt hier für den zweiten Teil zu lesen von dem, was ich gerade angefangen hatte, wo ihr ja die eine Stunde gehört hattet. Der Tod des Kindes und wir sind in dem Teil, das Kind wird zum Gott erhoben, im zweiten Kapitel des Buches von Alexander Hislop von Babylon nach Rom. Ich wiederhole nochmal eben den letzten Satz, mit dem wir gerade aufgehört haben, und gehe dann weiter, um den Rest des Kapitels vorzulesen für heute. Das geheime System der Mysterien, und das ist am Anfang von Seite 68. Nun macht es ungemein einfach, die Sinne der Eingeweihten mit Hilfe zahlreicher Kniffe und Kunstgriffe der Zauberei zu beeindrucken. Zauberei, wie wir das heute nennen: Hologramme, Project Bluebeam, Harp, Gedankenbeeinflussung und so weiter. Die Sachen, die ich euch schon erzählt hatte. Ungeachtet all der Sorgfalt und der Vorsichtsmaßnahmen derer, die diese Einweihungen leiteten, ist genug durchgesickert, um uns einen sehr klaren Einblick in ihren wahren Charakter zu geben. Es war alles so erdacht, dass die Gemüter der Neulinge bis auf den höchsten Gipfel der Erregung gebracht wurden, so dass sie, nachdem sie sich bedingungslos den Priestern übergeben hatten, darauf vorbereitet waren, alles anzunehmen. Alles. Man fragt selbst gar nicht mehr. Nachdem die Einweihungskandidaten die Beichte abgelegt und die erforderlichen Eide geleistet hatten, zeigten sich ihnen seltsame und verblüffende Dinge. So Wilkinson. Manchmal schien sich der Ort, an dem sie waren, um sie her zu erschüttern. Manchmal erschien er hell und strahlend, voll Licht und leuchtendem Feuer und dann wiederum bedeckt mit schwarzer Finsternis, zuweilen erstaunten Donner und Blitze, zuweilen schreckliche Geräusche mit Geheul, zuweilen furchtbare Erscheinungen, die zitternden Beobachter. Dann wurde ihnen schließlich der Hauptgegenstand ihrer Anbetung, der große Gott Osiris, Tammuz, Nimrod oder Adonis, in einer Weise offenbart, die höchst geeignet war, ihre Gefühle zu besänftigen und ihre blinde Zuneigung in Anspruch zu nehmen. Einen Bericht über eine solche Offenbarung liefert uns ein früher Heide. Zwar vorsichtig, aber doch in einer Weise, die das Wesen des Geheimnisses der Zauberei offenbart, durch das ein solch offensichtliches Wunder vollbracht wurde. Zitat: In einer Offenbarung, die man nicht preisgeben darf, sieht man an einer Wand des Tempels viel Licht, das zunächst in sehr weiter Entfernung zu sein scheint. Während es sich entfaltet, verwandelt es sich in ein offenbar göttliches und übernatürliches Antlitz mit ernsten Zügen, aber auch mit einem Hauch von Lieblichkeit. Gemäß der Lehren einer geheimen Religion verehren es die Alexandriner als Osiris oder Adonis. Zitat Ende. Diese Aussage lässt keinem Zweifel darüber Raum, dass die hier verwendete Zauberkunst keine andere war als die, welche jetzt in der modernen Phantasmagorie verwendet wird. Was ist denn Phantasmagorie? Das bedeutet Erscheinung, Gesicht, Halluzination, Hirngespinst, Phantom, Sinnestäuschung, Täuschung, Trugbild, Vision oder Wahn oder, jetzt sage ich es mal mit meinen eigenen Worten, um es deutlich auszudrücken, eine erste Form dessen, was die Jesuitenlehren mit ihren spirituellen Übungen von Ignatius Loyola. Phantasmagorie. Solche oder ähnliche Mittel wurden in frühesten Zeiten dazu verwendet, in den geheimen Mysterien den Lebenden diejenigen vorzuführen, die tot waren. Uh-oh. Necromancer, I hear you knocking. Geister oder Totenbeschwörer, etwas, was Gott absolut verurteilt. Aussagen aus der alten Geschichte über die Zeit der Semiramis beinhalten, dass diese Zauberriten zu genau diesem Zweck praktiziert wurden. Da müssen wir doch mal eben in eine Fußnote reinhören. Eine der Aussagen, auf die ich mich beziehe, ist in den folgenden Worten von Moses von Kyrene, Armenian History, enthalten. Es geht um die Antwort, die Semiramis den Freunden von Areos gibt, der durch sie im Kampf erschlagen wurde.
Diis inquit Semiramis, meis mendata dedi, ut arei vulnamera lamberent et ab inferis excitarent. Dii inquit areum lamberunt et ad vitam revocarunt. Ich habe, sagt Semiramis, meinen Göttern Befehl gegeben, die Wunden des Areus zu lecken und ihn von den Toten aufzuerwecken. Die Götter, sagt sie, haben Areus geleckt und ihn ins Leben zurückgerufen. Wenn Semiramis wirklich tat, was sie ihrer Aussage nach tun wollte, wäre es ein Wunder gewesen. Die Wirkungen der Zauberei waren Scheinwunder. Und Justinus und Epiphanius zeigen auf, dass Scheinwunder genau zur Geburtsstunde des Götzendienstes aufkamen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass sie denen, die sie versöhnen wollte, eine solche Antwort gegeben hätte, wenn nicht das Scheinwunder, die Toten durch Zauberkünste aufzuerwecken, bereits in den Tagen der Semiramis bekanntermaßen praktiziert worden wäre. Denn wie hätte sie zum einen je auf eine solche Antwort kommen und zum anderen erwarten können, dass sie die beabsichtigte Wirkung haben würden, wenn es keinen allgemeinen Glauben an die Praktiken der Totenbeschwörung gab? In Ägypten mussten etwa um dieselbe Zeit solche Zauberkünste praktiziert worden sein, wenn man Maneto Glauben schenken kann. Maneto sagt, so Josephus, dass er, der ältere Horus, der offensichtlich als menschlicher und sterblicher König bezeichnet wurde, zu dem Anblick der Götter zugelassen war und dass Amenophis dasselbe Vorrecht begehrte. Nun kommt hier ein Spruch in einer Schrift, die ich nicht lesen kann. Also, hieß es in den alten Manuskripten. Dieser angebliche Zutritt zum Anblick der Götter schließt offensichtlich den Gebrauch der Zauberkunst ein, auf die in diesem Text Bezug genommen wurde. Da die Zauberlaterne, na, das erinnert mich ja bald an die, wie nennt man das noch bei den Jesuiten? Die Magic Lantern, die die Jesuiten eingeführt haben, woraus dann später das Kino und solche Sachen kamen. Rulers of Evil, kann ich wieder darauf hinverweisen. Da die Zauberlaterne oder etwas Ähnliches offenkundig zu späteren Zeiten zu einem solchen Zweck verwendet wurde, kann man berechtigterweise folgern, dass die gleichen oder ähnliche Mittel zu ältesten Zeiten verwendet wurden, um die gleichen Wirkungen hervorzubringen. In den Händen listiger, verschlagener Menschen war dies nun ein machtvolles Mittel, um diejenigen zu beeinflussen, die für Beeinflussung offen und der heiligen geistlichen Religion des lebendigen Gottes abgeneigt waren, die sich immer noch nach dem System sehnten, das niedergeworfen worden war. Hallo, hallo, hallo. Muss ich das nochmal lesen, dass ihr das vollständig ordentlich versteht, bitte? In den Händen listiger, verschlagener Menschen war dies nun ein machtvolles Mittel, um diejenigen zu beeinflussen, die für Beeinflussung offen und der heiligen geistlichen Religion des lebendigen Gottes abgeneigt waren, die sich immer noch nach dem System sehnten, das niedergeworfen worden war. Also, was heißt denn das auf Deutsch? Dass in den Händen listiger, verschlagener Menschen dieses ein machtvolles Mittel war, um diejenigen zu beeinflussen, die für Beeinflussung offen stehen. Man muss für den Geist Satans auch offen stehen. Er öffnet den Geist für sich selber. Genau wie der Heilige Geist Menschen ruft, so ruft der Geist Satans Menschen. Wenn man für Beeinflussung offen steht, und wie tut man das? Indem man sich beeinflussen lässt. Man lässt sich beeinflussen von irgendwelchen Zauberern, von irgendwelchen Phantasmagorien, spirituelle Übungen, Ignatius Loyola, die wir heute im Fernsehen, in den Medien ständig mitmachen. Und wenn ich für solche Beeinflussung offen stehe, dann wird sich in mir ein Geist festigen, den ich eigentlich, also ich zumindest als Christ, nicht haben möchte. Da geht es drum, weil sie der geistlichen Religion des lebendigen Gottes abgeneigt waren. Wer ist denn der lebendige Gott? Das ist der Gott der Bibel, das ist Jesus Christus, das ist unser Schöpfer im Himmel. Das ist der Geist des lebendigen Gottes.
Und wenn ich dem abgeneigt bin, dann kommen andere Geister in mich. Schon mal von Dämonenbesessung gehört? Das sind keine Märchen, das gibt's tatsächlich. Bei dem einen stärker, bei dem anderen weniger. Ich spreche jetzt nicht über Dämonenaustreibung, das ist alles, naja, da können wir ein anderes Mal drauf eingehen, das geht jetzt zu weit. Aber man muss sich das mal echt hinter die Ohren schreiben. Man muss für die Beeinflussung offen stehen und dafür gewähren sie die Phantasmagorien, wo ich euch ja vorgelesen habe. Wo steht das für? Halluzination, Hörgespinst, Sinnestäuschung, Täuschung, Trugbild, Vision, spirituelle Übung von Ignatius Loyola, die Jesuiten, die unsere ganze Welt der Ausbildung doch beherrschen. Das fängt doch schon in der Schule an. Also diejenigen, die Mysterien beherrschten, hatten Geheimnisse entdeckt, die bis dahin der Masse der Menschheit unbekannt waren. Und sie bewahrten sie sorgfältig in ihrer eigenen ausschließlichen Obhut. Somit war es ihnen ein leichtes, ihnen einen scheinbaren Beweis dafür zu liefern, dass Tammuz, der getötet worden war und um den solche Wehklagen eingeführt worden waren, noch am Leben war und ihn eine göttliche und himmlische Herrlichkeit umgab. Könnte etwas zu wunderbar oder unglaublich sein, um es zu glauben? Was von den Lippen dessen kam, der sich so herrlich offenbarte, oder, was praktisch derselbe war, von den Lippen einiger unsichtbarer Priester, die in seinem Namen hinter den Kulissen sprachen? So war das ganze System der geheimen Mysterien Babylons darauf ausgelegt, einen toten Menschen zu verherrlichen. Das, meine lieben Zuhörer, ist die Basis des römischen Katholizismus. Beten zu toten Heiligen, in jede Kathedrale Totengebeine unter den Altar tun, absoluter Totenkult. So war das ganze System der geheimen Mysterien Babylons darauf ausgelegt, einen toten Menschen zu verherrlichen. Und es war erst einmal die Verehrung eines toten Menschen eingeführt, folgte gewiss die Verehrung von vielen weiteren. Was macht man denn im Katholizismus heute? Man verehrt die ganzen Heiligen. Heiliger dies, heiliger jenes, heiliger sowas, heiliger hast nicht gesehen. Alles Tote, für die man dann auch noch eine Kerze anzündet. Junges, 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 junges. Was hat das mit dem Christentum und dem Gott der Lebenden zu tun? Dies beleuchtet die Worte des 106. Psalms, mit welchen der Herr Israel wegen ihres Abfalls tadelte. Zitat: Und sie hängten sich an Baal Peor und aßen Schlachtopfer der Toten. Ende Zitat. Auf diese Weise wurde auch der Weg dafür bereitet, dass all die Gräuel und Verbrechen eingeführt wurden, deren Schauplatz die Mysterien wurden. Denn für diejenigen, die von Gott nichts mehr wissen wollten und sichtbare Gegenstände der Anbetung bevorzugten, also diejenigen, die die Kreation dem Kreator, die die Schöpfung dem Schöpfer vorziehen, die zu den sinnlichen Gefühlen ihres fleischlichen Gemüts passten, konnte scheinbar nichts überzeugender sein, als mit ihren eigenen Ohren ein Gebot zu hören, das mitten in einer so herrlichen Offenbarung offensichtlich durch die Gottheit selbst gegeben wurde, die sie anbeteten. Der Plan, der so geschickt ausgearbeitet war, zeigte seine Wirkung. Semiramis erwarb durch ihren toten und zum Gott erhobenen Mann Ruhm, und im Lauf der Zeit wurden sie beide unter den Namen Rea und Nin oder Muttergöttin und Sohn mit einer Begeisterung verehrt, die unglaublich war, und ihre Statuen wurden überall aufgestellt und angebetet. Und wenn ihr euch heute in unserer Welt mal umschaut, findet man überall Maria-Statuen, die nichts anderes ist als Semiramis. Wo immer die Tatsache, dass Nimrod ein Schwarzer war, als Hindernis für seine Verehrung betrachtet wurde, wurde dieses sehr leicht beseitigt. Gemäß der chaldäischen Lehre der Seelenwanderung war es lediglich nötig zu lehren, dass Ninus in der Person eines nachgeborenen Sohnes mit heller Hautfarbe wiedererschienen war, der übernatürlich von seiner verwitweten Frau geboren wurde, nachdem der Vater ihn
er in die Herrlichkeit eingegangen war. Da das ausschweifende und zügellose Leben der Semiramis ihr viele Kinder bescherte, für die kein vorgeblicher Vater angeführt wurde, heiligte ein Vorwand wie dieser sofort die Sünde und machte es ihr möglich, den Gefühlen derer entgegenzukommen, die mit der wahren Anbetung Jahwes, also des Gottes der Bibel, unzufrieden waren und auch nicht gerne vor einer schwarzen Gottheit niederknieten. Was macht man also? Kompromisse! Das, was uns Ägypten über Babylon verrät, sowie die Form der vorhandenen Statuen des babylonischen Kindes in den Armen der Muttergöttin, liefern uns Grund genug zu glauben, dass genau dies geschah. In Ägypten wurde behauptet, der hellhäutige Horus, der Sohn des schwarzen Osiris, der der bevorzugte Gegenstand der Anbetung in den Armen der Göttin Isis war, sei auf wunderbare Weise infolge einer Verbindung zwischen dieser Göttin und Osiris nach seinem Tod geboren und tatsächlich eine neue Inkarnation dieses Gottes gewesen, um seinen Tod an seinen Mördern zu rächen. Es ist erstaunlich festzustellen, dass in so weit entfernten Ländern und von so vielen Millionen Menschen heute, die nie einen Schwarzen gesehen haben, ein schwarzer Gott angebetet wird. Wir werden später noch sehen, dass nahezu überall bei den zivilisierten Völkern der Nimrod der Antike einen schlechten Ruf erhielt und von seiner ursprünglichen Vorrangstellung heruntergeholt wurde. Ausdrücklich ob deformitatem, aufgrund seiner Hässlichkeit. Dies sind die Worte des Gradus ad Parnassum über die Ursache des Sturzes des Vulkanus, dessen Identität mit Nimrod in Kapitel 7, Abschnitt 1 aufgezeigt wird. Also, wir sind jetzt in Kapitel 2. Dranbleiben ist die Devise. Da werden wir noch eine ganze Menge später drüber lernen. Auch in Babylon selbst wurde das nachgeborene Kind, das mit seinem Vater identisch war und all den Ruhm seines Vaters erbte, obwohl es mehr die Hautfarbe seiner Mutter hatte, schließlich das Lieblingsmodell des göttlichen Sohnes, der Madonna. Diesem Sohn, der so in seiner Mutter Arme verehrt wurde, schrieb man alle Eigenschaften des verheißenen Messias zu und gab ihm nahezu alle seine Namen. Wie Christus in der hebräischen Sprache des Alten Testaments Adonai, der Herr, genannt wurde, nannte man Tammuz Adon oder Adonis. Adonai, Adonis, irgendjemand, bei dem eine Klingel läutet? Unter dem Namen Mithras wurde er als Mittler verehrt. Als Mittler und Haupt des Bundes der Gnade wurde er Baal Berit genannt, Herr des Bundes. So wie wir in der Abbildung 24 sehen können und in Richter 8, also Kapitel 8, Vers 33 lesen können. Da aber Gideon gestorben war, kehrten sich die Kinder Israel um und liefen dem Baalem nach und machten sich Baal Berit zum Gott. So steht es geschrieben in Richter 8, 33. In dieser Eigenschaft sieht man ihn auf persischen Monumenten auf dem Regenbogen sitzen, dem bekannten Symbol des Bundes. Ich hoffe doch, dass ich euch diesen Bund nicht erklären muss, sondern dass ihr das versteht. Den Bund, den Gott geschlossen hat mit Noah und seiner Familie und der ganzen nachfolgenden Menschheit nach der Sintflut, um zu sagen: Ich setze einen Regenbogen in die Wolken und dieser soll ein Zeichen des Bundes sein, dass ich nie wieder die Erde mit Wasser überfluten werde. Nee, das nächste Gericht, das kommt, ist Feuer. In Indien wurde er, obwohl ein Gott, unter dem Namen Vishnu, dem Erhalter oder Erretter der Menschen, als der große Opfermensch verehrt, der sich selbst als Opfer darbrachte, bevor es die Welten gab, weil es nichts anderes zu opfern gab. Na, das klingt ja genau wie in der Bibel, das Lamm, das geschlachtet wurde, noch vor der Gründung der Welt. Die heiligen Schriften der Hindus lehren, dass dieses geheimnisvolle Opfer von jeglicher Schöpfung die Grundlage aller Opfer ist, die seitdem je dargebracht wurden. Man sagt, dass Vishnu bei der Ausübung seines Amtes als der heilende Gott die Dornen der drei Welten herauszieht. Dornen waren ein Symbol des Fluches, wie wir im Genesis, also 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 18 nachlesen können. Ist eine solche Aussage aus den heiligen Büchern einer heidnischen Mythologie verwunderlich? Seit
die Sünde in die Welt kam, gab es nur einen Weg der Erlösung, und zwar durch das Blut des ewigen Bundes. Ein Weg, den von den Tagen des gerechten Abel an die ganze Menschheit einst kannte. Als Abel durch den Glauben Gott ein besseres Opfer als Kain darbrachte, war die Ursache dafür, dass sein Opfer eben gut war, sein Glaube an das Blut des Lammes geschlachtet, nach dem Plane Gottes von Anbeginn der Welt, das zu gegebener Zeit tatsächlich auf Golgotha geopfert werden sollte. Weil die ganzen Opferungen, die wir aus dem zeremoniellen Gesetz Moses kennen, nur darauf hingewiesen haben, dass einmal Gott mit seinem Sohn das machen wird, was er von Abraham verlangt hat, dass dieser mit Isaak täte, was er aber nicht tat. Wenn Abel von dem Blut des Lammes wusste, weshalb sollten dann die Hindus nicht davon gewusst haben? Ein kleines Wort zeigt, dass selbst in Griechenland das Verdienst des Blutes Gottes einst bekannt war, obwohl dieses Verdienst in den Darstellungen seiner Dichter äußerst verdunkelt und herabgewürdigt war. Natürlich, man muss es ja unglaublich machen, sonst könnten die Leute ja die Wahrheit herausfinden. Dieses Wort lautet Ichor. Jeder Leser der Heldensänger des klassischen Griechenland weiß, dass Ichor der Begriff ist, der besonders auf das Blut einer Gottheit angewendet wird. Homer beschreibt es folgendermaßen. Zitat, und das ist in einer korrigierten Version von Parkhurst, die hier zitiert wird. Das Original steht im Ilias vom Homer, müsst ihr danach lesen. Hier lese ich jetzt die korrigierte Version von Parkhurst vor. Zitat, aus der schuldlosen Ader floss das unsterbliche Ichor. Ein Strom wie aus dem verwundeten Gott geht hervor. Reine Ausströmung, unverdorbene Flut, ungleich unserem derben, kranken, irdischen Blut. Zitat Ende. Was ist nun eigentlich die eigentliche Bedeutung des Begriffs Ichor? Im Griechischen hat er überhaupt keine etymologische Bedeutung. Für diejenigen, die genauso dämlich sind wie ich, ich musste erst mal das Wort etymologisch nachschauen, sprachgeschichtlich. Ja. Im Chaldäischen jedoch bedeutet Ichor das Kostbare. Ein solcher Name für das Blut einer Gottheit konnte nur einen Ursprung haben. Der Beweis ist auf den allerersten Blick erkennbar. Er kommt von der großen Überlieferung der Patriarchen, die Abel dazu brachte, nach dem kostbaren Blut Christi Ausschau zu halten. Dies war das kostbarste Geschenk, das die göttliche Liebe einer schuldigen Welt machen konnte. Und ist zum einen das Blut des einzig wahren Opfermenschen, zum anderen wirklich und wahrhaftig das Blut Gottes. Wie wir nachlesen können in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 28. Zitat, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen, zu Weiden, die Gemeinde Gottes, welche er durch sein eigen Blut erworben hat. Zitat Ende. Auch in Griechenland selbst war dies nicht völlig verloren gegangen, wenn auch die Lehre ziemlich verdreht wurde, ja, wie das ja oftmals so ist. Kleine Bemerkung hierbei. Auch in Griechenland selbst war dies nicht völlig verloren gegangen, auch wenn die Lehre ziemlich verdreht wurde. Das ist eben genau das, was der Teufel macht. Die Wahrheit verdrehen. Aber ein perfektes Beispiel dafür, wie ich schon öfter hier erklärt habe, dass an der Basis jeder Lüge, jeder Irrlehre ein Körnchen Wahrheit liegt. Um diese Körner Stück für Stück aufzusammeln und die Lüge zu enttarnen, dafür lesen wir hier das Buch. Die Wahrheit basiert auf unwiderlegbaren Fakten, die Lüge zu kaschieren versucht. Öffnet eure Augen und Ohren der Wahrheit, um die Lüge aufzudecken, die euch ein Leben lang eingetrichtert und indoktriniert wurde. Der Autor fährt fort, sie war mit Unwahrheit und Fabel vermischt und blieb der Allgemeinheit verborgen. Und doch nahm sie in dem geheimen mystischen System notwendigerweise eine wichtige Stellung ein. Servius berichtet, das große Ziel der bacchischen Orgien war die Reinigung der Seelen.
Nun, da müssen wir nochmal eben zurückgehen auf Seite 32, das ich in einer früheren Lesung ja euch vorgelesen habe, weil über die Reinigung der Seelen lesen wir auf Seite 32, Zitat, für den einfachen Leser deutet der Name Bacchus nicht viel mehr als Festlichkeiten und Trunkenheit an, aber es ist bekannt, dass inmitten all der Gräuel, die diese Orgien begleiteten, ihre große Absicht erklärtermaßen die Reinigung der Seelen war, und zwar von der Schuld und Beschmutzung der Sünde. Also Servius berichtet, das große Ziel der bacchischen Orgien war die Reinigung der Seelen. Bei diesen Orgien wurde regelmäßig ein Tier zerrissen und sein Blut vergossen, zum Gedenken daran, dass das Lebensblut der großen Gottheit vergossen worden war, welcher bei den Orgien gedacht wurde. Konnte dieses symbolische Vergießen des Blutes jener Gottheit nicht mit der Reinigung von der Sünde zusammenhängen, die diese mystischen Riten bewirken sollten? Wir sahen, dass die Leiden des babylonischen Zoroasters und Belos ausdrücklich als freiwillig hingestellt wurden, denen sie sich zum Nutzen der Welt unterwarfen, und zwar in Zusammenhang mit dem Zermalmen des Kopfes der Schlange, was die Beseitigung der Sünde und des Fluches bedeutete. Siehe Genesis, 1. Buch Mose 3,15. Wenn der griechische Bacchus nur eine andere Form der babylonischen Gottheit war, dann muss er sich seinen Leiden und seinem Blutvergießen zu demselben Zweck unterzogen haben, nämlich zur Reinigung der Seelen. Wir wollen den bekannten Namen des Bacchus in Griechenland unter diesem Aspekt betrachten. Sein Name war Dionysos oder Dionysos. Was bedeutet dieser Name? Bislang hat er aller Interpretation getrotzt. Aber befasst man sich damit im Hinblick auf die Sprache des Landes, aus welchem der Gott ursprünglich kam, wird die Bedeutung sehr klar. Dionysos bedeutet Sündenträger. So, und jetzt weise ich schon mal eben darauf hin, gleich folgt eine wirklich, wirklich lange, tiefgehende Erklärung über den Sündenträger, inklusive einer Note aus dem Anhang im Nachtrag F, einige Seiten lang. In drei Teilen habe ich das machen müssen, weil die Note so lang ist, also habt bitte Geduld für mein Öffnen der verschiedenen Textnoten, wenn ich gleich ein bisschen nicht so zusammenhängend lese. Es hat mich eine ganze Menge Arbeit gekostet, das so zusammenzutragen. Dionysos bedeutet Sündenträger, ein Name, der für den Charakter desjenigen völlig passend war, dessen Leiden als so geheimnisvoll dargestellt wurden und den man als den großen Reiniger der Seelen verehrte. So, dann gehen wir mal eben in die erste Fußnote. Der Ausdruck, der im zweiten Buch Mose, also Exodus, Kapitel 28, Vers 38 kommt. Zitat, auf der Stirn Aarons, dass also Aaron trage die Missetat des Heiligen, dass die Kinder Israel heiligen in allen Gaben ihrer Heiligung, und es soll alle Wege an seiner Stirn sein, dass er sie versöhne vor dem Herrn. Zitat Ende. Der Ausdruck, den wir jetzt hier in 2. Mose 28, 38 gelesen haben, für stellvertretend Ungerechtigkeit oder Sünde tragen verwendet wird, lautet Nsha-Eon. N-S-H-A, neues Wort, E-O-N. Der erste Buchstabe von Eon ist Ain, also A-Y-N. Ein Synonym für Eon, Ungerechtigkeit, ist Aon. Der erste Buchstabe ist Aleph. Im Chaldäischen wird der erste Buchstabe A zu I, und daher wird Aon, Ungerechtigkeit, zu Ion. Nsha, tragen, lautet im Partizip, aktiv, Nusha. Da die Griechen kein SH, also Sch, hatten, wurde daraus Nussa. De oder da ist das Demonstrativpronomen und bedeutet dieser oder der Große. Und daher bedeutet Dion Nussa der große Sündenträger. Dass die klassischen Heiden eben diese Vorstellung von dem Auferlegen von Sünde und dem stellvertretenden Leiden hatten, beweist Ovid mit seiner Aussage über Olenos. Man sagt, Olenos habe freiwillig die Schuld der Sünde auf sich genommen, an der er unschuldig war. Cuique in se crimen taxit, voluque videri Olenos esse nocens. Zitat Ende. Das ist genau das,
was Jesus für uns tat. Freiwillig die Schuld der Sünde auf sich genommen, an der er unschuldig war, weil Jesus hat ein sündenfreies Leben geführt und konnte deswegen die Sünden der ganzen Welt auf sich nehmen. Genau das, was Jesus für uns tat, gibt es hier in dieser heidnischen Religion auch. Unter der Last dieser auferlegten Schuld, die er freiwillig auf sich nahm, soll Olenos so furchtbar gelitten haben, dass er zugrunde ging, wobei er versteinerte oder in Stein verwandelt wurde. Dass der Stein, in welchen Olenos verwandelt wurde, auf dem heiligen Berg der Ida errichtet wurde, zeigt, dass Olenos als Heiliger betrachtet worden sein muss. Der wahre Charakter des Olenos als Sündenträger kann eindeutig nachgewiesen werden. Ja, jetzt wird's richtig interessant, weil jetzt gehen wir in den Nachtrag F des Buches und erklären Olenos, der Sündenträger. In verschiedenen Teilen dieses Buches wurden Beweise angeführt, die zeigten, dass Saturn, der Vater der Götter und Menschen, in einer Hinsicht lediglich unser erster Vater Adam war. Von Saturn wird gesagt, er habe all seine Kinder verschlungen. Kleine Note, manchmal heißt es, er habe nur seine männlichen Kinder verschlungen. Hierfür siehe aber Smith in Larger Classical Dictionary unter dem Stichwort Hera, wo es heißt, dass sowohl die weiblichen als auch die männlichen verschlungen wurden. Ende Note. In der exoterischen Geschichte, also bei denen, die die eigentlich gemeinte Tatsache nicht kannten, die normalen Menschen, das, was nach außen hin gelehrt wird, kommt dies natürlich in der Sage so vor, wie es allgemein heißt, nämlich, dass er sie alle verschlang, sobald sie geboren waren. Das, was sich jedoch wirklich hinter der Aussage verbarg, dass er seine Kinder verschlang, war die biblische Tatsache vom Sündenfall, nämlich, dass er sie tötete, indem er aß, nicht indem er sie aß, sondern indem er die verbotene Frucht aß. Während dies der traurige und trostlose Stand der Dinge war, fährt die heidnische Geschichte fort und sagt, dass die Tötung der Kinder des Vaters der Götter und Menschen durch seine Frau Rea aufgehalten wurde. Wie oben erwähnt, hatte Rea tatsächlich mit dem Verschlingen der Kinder Saturns genauso viel zu tun wie Saturn selbst. Doch als der Götzendienst und Abfall fortschritt, wurde schließlich Rea oder Eva Ruhm zuteil, auf Kosten Saturns. Saturn bzw. Adam wurde als mürrische Gottheit dargestellt, Rea bzw. Eva als außerordentlich gutmütig. Ja, wer war denn derjenige, der Adam verführt hatte, vom Apfel der Erkenntnis zu essen, hä? In ihrer Gutmütigkeit zeigte sie ihrem Mann einen in Windeln eingelegten Stein, den er gierig auffraß. Und von da an waren die Kinder des Kannibalenvaters in Sicherheit. Der in Windeln gewickelte Stein heißt in der heiligen Sprache Ebn Hatul. Doch Ebn Hatul, kleine Nota, Hatta, Sünde, findet sich auch im chaldäischen Hat. Tul kommt von Ntl, Ntl, tragen. Wer sich Horus mit seinen Streifen ansieht, Diana mit den Verbänden um ihre Beine, wie wir in Seite 38 lesen können, den symbolischen Stier der Perser, der in ähnlicher Weise umwickelt war, und sogar den formlosen Klotz der Tahitianer, der als Gott verwendet und mit Seilen verschnürt wurde, dürfte meiner Ansicht nach erkennen, dass hinter diesem Umwickeln ein wichtiges Geheimnis stecken muss. Also, der in Windeln gewickelte Stein heißt in der heiligen Sprache Ebn Hatul. Doch Ebn Hatul heißt auch sündentragender Sohn. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass Eva, die Mutter der Menschheit, selbst tatsächlich den verheißenen Samen gebar, obwohl es auch viele Sagen in diese Richtung gibt, sondern dass sie die freudigen Nachrichten, nachdem sie sie selbst empfangen und angenommen hatte, ihrem Mann darbot, der sie im Glauben von ihr entgegennahm, und dass dies den Grundstein seiner eigenen Erlösung und der seiner Nachkommen legte. Das Verschlingen des gewickelten Steines durch Saturn ist nur der symbolische Ausdruck für die Begierde, mit der Adam im Glauben die gute Nachricht vom Samen der Frau annahm. Denn die Glaubenshandlung wird sowohl im Alten als auch im Neuen Testament durch Essen symbolisiert. So sagte Jeremia
In Jeremia 15, Vers 16, Zitat: Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Zitat Ende. Dies zeigt auch nachdrücklich unser Herr Jesus Christus selbst, der den Juden die unerlässliche Notwendigkeit vorhielt, sein Fleisch zu essen und sich von ihm zu nähren. Und gleichzeitig sagte, Zitat, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Zitat Ende, wie wir in Johannes 6, Vers 63 lesen können. Dass Adam die gute Nachricht vom verheißenen Samen begierig aufnahm und sie in seinem Herzen als Leben seiner Seele verwahrte, geht aus dem Namen hervor, den er seiner Frau gab, unmittelbar nachdem er ihre Worte gehört hatte. Zitat, und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Ende Zitat, Genesis Kapitel 3, Vers 20. Die Geschichte vom gewickelten Stein endet nicht damit, dass er heruntergeschluckt und das Verderben der Kinder Saturns aufgehalten wurde. Es wird gesagt, dieser gewickelte Stein wurde nahe des Tempels zu Delphi aufbewahrt, wo man Sorgfalt anwendete, ihn täglich mit Öl zu salben und mit Wolle zu bedecken. Wenn dieser Stein den sündentragenden Sohn symbolisierte, symbolisierte er natürlich auch das Lamm Gottes, das geschlachtet ist von Anfang der Welt, an dessen symbolische Decke unseren ersten Eltern angelegt wurde, als sie Gott in Röcke von Fellen kleidete. Daher musste er, wenn er auch für das Auge als Stein dargestellt wurde, die entsprechende Decke aus Wolle haben. Wurde er als Zweig dargestellt, als Zweig Gottes, wurde der Zweig auch in Wolle eingewickelt. Das tägliche Salben mit Öl ist sehr bedeutsam. Wenn der Stein den sündentragenden Sohn darstellte, was konnte dann das tägliche Salben dieses sündentragenden Sohnes mit Öl anderes sein, als ein Hinweis auf den Gesalbten des Herrn, den Messias, den die Götzenanbeter im Gegensatz zum wahren Messias anbeteten, der noch offenbart werden sollte? Einer der Namen für diese gewickelten und gesalbten Stein beschäftigt sehr eindrucksvoll obige Schlussfolgerung. Dieser Name lautet Baitulos. Wir finden ihn bei Priscian, der von jenem Stein, den Saturn für Jupiter verschlungen haben soll, spricht und hinzufügt, quem gratie baiton vocant, den die Griechen Baitulos nannten. Baitulo, von tli, tle oder tlo, enfin puer und hia oder haya, leben, Leben wiederherstellen. Von hia, Leben mit vorangestellten Digamma, kommt das griechische iok, Leben. Das hia bei der Übernahme ins Griechische auch haya ausgesprochen wurde, wird bewiesen durch das Substantiv hiim, Leben, hayim ausgesprochen, also h-a-y-y-im, hayim, das sich im griechischen aima, Blut, wiederfindet. So ist bewiesen, auch wenn es nicht ganz so leicht zu verstehen ist, dass das mosaische Prinzip, das Blut war das Leben, neben den Juden auch bei anderen bekannt war. Aus Haya, Leben oder Leben wiederherstellen, wird mit vorangestelltem Digamma Behaya. Und so bedeutete in Ägypten bei Seele oder Geist, was das Lebensprinzip ist. Behaitulos ist dann das Leben wiederherstellende Kind. Von daher ist derselbe Gott. Baitulo bedeutet Leben wiederherstellendes Kind. Der Vater der Götter und Menschen hatte seine Kinder durch Essen getötet. Doch das Entgegennehmen des gewickelten Steins brachte ihnen das Leben wieder. Daher der Name Baitulos. Und diese Bedeutung des Namens stimmt völlig mit dem überein, was bei Sanquinaton über die Baitulia gesagt wird, die durch den phönizischen Gott Uranus gemacht wurden. Zitat, der Gott Uranus war derjenige, der Baitulia ersann, indem er Steine erfand, die sich bewegten, als hätten sie Leben. Ende Zitat. Wenn der Stein Baitulos das Leben wiederherstellende Kind darstellte, war es nur natürlich, dass dieser Stein, wenn möglich, so gemacht wurde, dass es schien, als habe er Leben in sich selbst.
Nun, es besteht eine große Analogie zwischen diesem gewickelten Stein, der den sündentragenden Sohn darstellte, und jenem von Ovid erwähnten Olenos. Über den sprechen wir ja immer noch, ne? Dem Sündenträger. Der Schuld auf sich nahm, die ihm nicht gehörte, und infolgedessen zu einem Stein verwandelt wurde. Es wurde bereits gesagt, dass Olenos nach seiner Verwandlung in einen Stein in Phrygien auf dem heiligen Berg von Ida aufgestellt wurde. Wir haben allen Grund zu glauben, dass der Stein, der so viel für die Kinder Saturns getan haben soll und neben dem Tempel zu Delphi aufgestellt wurde, auch nur eine Darstellung desselben Olenos war. Olen war der erste Prophet zu Delphi, der den ersten Tempel dort gründete. Da die Propheten und Priester im Allgemeinen die Namen der Götter trugen, die sie repräsentierten, Hesekios berichtet ausdrücklich, dass der Priester, der den großen Gott mit dem Namen Zweig in den Mysterien repräsentierte, selbst Bacchus genannt wurde, deutet dies auf einen der alten Namen des Gottes zu Delphi hin. Wenn es also einen heiligen Stein auf dem Berg Ida gab, der Stein des Olenos hieß, und einen heiligen Stein im Bezirk des Tempels zu Delphi, den Olen gründete, kann es dann einen Zweifel daran geben, dass der heilige Stein von Delphi dasselbe repräsentierte wie der heilige Stein von Ida? Nun, der in Delphi aufgestellte, gewickelte Stein wird von Priscian an bereits zitierter Stelle ausdrücklich ein Gott genannt. Dieser als der idäische Olenos identifizierte Gott, der symbolisch göttlich gesalbt und gefeiert wurde, weil er den Kindern Saturns, des Vaters der Götter und Menschen, das Leben wiedergebracht hatte, wurde nachgewiesenermaßen als der angesehen, der genau die Stellung des Messias, des großen Sündenträgers, einnahm, der kam, um die Sünden der Menschen zu tragen, der ihre Stelle einnahm und an ihrer Stelle statt litt. Denn wie bereits gesagt, nahm Olenos freiwillig Schuld auf sich, von der er persönlich frei war. Während wir also feststellen konnten, wie viel vom Glauben der Patriarchen unter den mystischen Symbolen des Heidentums verborgen war, muss doch noch ein Umstand hinsichtlich des gewickelten Steins betrachtet werden, der zeigt, wie das Geheimnis der Gesetzlosigkeit in Rom zustande brachte, diesen gewickelten Stein des Heidentums, die sogenannte christliche Symbolik, einzuführen. Der Baitulos, der gewickelte Stein, war... das kann ich nicht lesen, diese Schrift hier. Ein runder oder kugelförmiger Stein. Jetzt wird's aber wirklich interessant, passt auf. Diesen kugelförmigen Stein sieht man häufig umwickelt und verbunden, bald mit mehr, bald mit weniger Verbandstoff. In Bryant, dritter Band, Seite 246, wo die Königin Cybele als Spes Divana, Divina, als göttliche Hoffnung dargestellt wird, können wir sehen, wie der Grund dieser göttlichen Hoffnung durch den gewickelten Stein in ihrer rechten Hand der Welt gereicht wird, der mit vier verschiedenen Streifen verbunden ist. In Davids Antiquités Etrusques, Band 4, Tafel 27, stoßen wir auf eine Göttin mit der Büchse Pandoras, der Quelle allen Übels, in ihrer ausgestreckten Hand, von der die gewickelte Kugel herabhängt. In diesem Fall hat diese Kugel nur zwei Streifen, von denen der eine den anderen kreuzt. Und was ist diese verbundene Kugel des Heidentums anderes als einfach das Gegenstück zu jener Kugel, um die ein Band gebunden ist und auf der sich das mystische Tau, das Kreuz, befindet, die Herrschaftsmodell genannt wird und häufig, wie in der Abbildung, die ich jetzt hier einblende, Abbildung 60, gezeigt wird, in den Händen der lästerlichen Gott-Vater-Darstellung zu sehen ist. Dem Leser muss an dieser Stelle nicht gesagt werden, dass das Kreuz das auserwählte Zeichen und Merkmal jenes Gottes ist, für den der gewickelte Stein stand, und dass bei der Geburt jenes Gottes gesagt wurde: Der Herr der ganzen Erde ist geboren. Da der durch den gewickelten Stein symbolisierte Gott nicht nur den Kindern Saturns das Leben zurückbrachte, sondern auch dem Saturn die Herrschaft über die Erde, die er durch Übertretung verloren hatte, darf man sich nicht darüber wundern, dass es von diesen geweihten Steinen zwar heißt, einige wurden Jupiter, andere der Sonne geweiht, jedoch wurden sie insbesondere als dem Saturn heilig betrachtet, dem Vater der Götter.
Infolgedessen legte Rom den runden Stein in die Hand der Statue, die den entweihten Namen Gottvaters trägt. Und ausgehend von dieser Quelle wurde die verbundene Kugel gekrönt mit dem Merkmal des Tammuz zum Herrschaftssymbol im gesamten päpstlichen Europa. Am interessantesten fand ich gerade hier die Aussage, da der durch den gewickelten Stein symbolisierte Gott nicht nur den Kindern Saturns das Leben zurückbrachte, sondern auch dem Saturn die Herrschaft über die Erde, die er durch Vertretung verloren hatte, darf man sich nicht wundern und so weiter und so weiter. Also Saturn, damit ist ja Adam gemeint, der die Herrschaft über die Erde verloren hatte, dadurch, dass er eben in diesen Apfel biss. Aber hier wird tatsächlich Saturn oder Adam als Gott dargestellt. Tja, und da fängt doch der Abfall schon an. Ne? Da der durch den gewickelten Stein symbolisierte Gott nicht nur den Kindern Saturns das Leben zurückbrachte, sondern auch dem Saturn die Herrschaft über die Erde, die er durch die Übertretung verloren hatte, darf man sich nicht darüber wundern, dass es von diesen geweihten Steinen zwar heißt, einige werden Jupiter, andere der Sonne geweiht, jedoch wurden sie insbesondere als dem Saturn heilig betrachtet, dem Vater der Götter. Adam ist doch nicht der Vater der Götter. Ha? Für einen Christen. So, das war ein ziemlicher Ausflug gerade eben. Deswegen fahren wir jetzt eben nochmal fort. Das ging ja über den Olenos, also den Reiniger der Seelen. Dieser babylonische Gott nun, der in Griechenland als der Sündenträger und in Indien als der Opfermensch bekannt war, war für die Buddhisten des Ostens, in deren System die ursprünglichen Elemente eindeutig babylonisch sind, im Allgemeinen der Erlöser der Welt. Es war schon immer ausreichend bekannt, dass die Griechen gelegentlich den höchsten Gott unter dem Titel Zeus, der Erlöser, anbeteten. Aber dieser Titel sollte sich nur auf die Befreiung im Kampf oder eine ähnlich zeitliche Befreiung beziehen. Wenn man aber weiß, dass Zeus, der Erlöser, nur ein Titel von Dionysus war, des sündentragenden Bacchus, erscheint seine Eigenschaft als Erlöser in einem ganz anderen Licht. In Ägypten wurde der chaldäische Gott als der große Gott der Liebe und Anbetung gepriesen, als der Gott, durch den Güte und Wahrheit der Menschen offenbart wurden. Er wurde als der auserwählte Erbe aller Dinge betrachtet. Und am Ende seiner Geburt, am Tage seiner Geburt, so glaubte man, wurde eine Stimme vernommen, die verkündete, der Herr der ganzen Erde ist geboren. In dieser Eigenschaft wurde er König der Könige und Herr der Herren genannt, der er als ein verklärter Vertreter dieses Heldengottes auch war. Wer nennt sich denn heute auf unserer Erde der König der Könige und der Herr der Herren? King of Kings and Lord of Lords, der Pontifex Maximus, der Antichrist der Bibel, der Papst. In dieser Eigenschaft wurde er als König der Könige und Herr der Herren genannt, der er als ein erklärter Vertreter dieses Heldengottes auch war. Und so veranlasste die berühmte Sesostris, dass eben dieser Titel seinem Namen auf den Denkmälern hinzugefügt wurde, die er errichtete, um den Ruhm seiner Siege zu verewigen. Er wurde nicht nur als der große Weltkönig geehrt, sondern auch als Herr der unsichtbaren Welt und Richter der Toten betrachtet. Und es wurde gelehrt, dass in der Welt der Geister alle vor seinem gefürchteten Gericht erscheinen mussten, um ihr Schicksal bestimmen zu lassen. Da der wahre Messias prophetisch mit dem Titel Mensch, dessen Name der Zweig war, angekündigt war, wurde er nicht nur als der Zweig Kuschs, sondern als der Zweig Gottes gefeiert, der gnädig der Erde zur Heilung all der Krankheiten gegeben wurde, deren Erbe das Fleisch ist. Dies ist die geheime Bedeutung des goldenen Zweiges, Vergils und des Mistelzweigs der Druiden. Der Beweis dafür muss in der Offenbarung der Vergangenheit überlassen bleiben. Ich darf jedoch nebenbei etwas bezüglich der weiten Verbreitung der Verehrung eines heiligen Zweiges anmerken.
Nicht nur die Schwarzen in Afrika verwenden bei der Verehrung der Fetische zu gewissen Anlässen einen heiligen Zweig, sondern auch in Indien gibt es Spuren von derselben Praktik. Mein Bruder S. Hislop von Alexander Hislop, schreibt er hier, freikirchlicher Missionar in Nagpur, teilte mir mit, dass der letzte Raja von Nagpur jedes Jahr an einem bestimmten Tag feierlich den Zweig einer bestimmten Baumart namens Apta anzubeten ging, der zu diesem Zwecke gepflanzt worden war. Nachdem er göttliche Ehren empfangen hatte, wurde er ausgerissen und seine Blätter wurden von dem eingeborenen Prinzen an seine Adligen verteilt. In den Straßen der Stadt wurden zahlreiche Zweige derselben Baumart verkauft und die Blätter unter dem Namen Sona oder Gold Freunden geschenkt. Der Autor fährt fort, er wurde in Babylon unter dem Namen El-Bar oder Gottsohn verehrt. Mit eben diesem Namen wird er von Berosos, dem chaldäischen Historiker, als zweiter in der Liste der babylonischen Herrscher angeführt. Unter diesem Namen fand ihn Layard unter den Skulpturen Ninives, wobei dem Namen Bar, Sohn, das Zeichen vorangestellt war, das El, Gott, bedeutet. Unter demselben Namen fand ihn Sir H. Rawlinson, wobei die Namen Beltis und strahlender Bar direkt nebeneinander standen. Unter dem Namen Bar wurde er in Ägypten zur frühester Zeit angebetet, obwohl zu späteren Zeiten der Gott Bar im volkstümlichen Pantheon abgesetzt wurde, um einer anderen, beliebteren Gottheit Platz zu machen. Ovid bezeugte, dass er im heidnischen Rom selbst unter dem Namen des ewigen Knaben angebetet wurde. So wurde kühn und direkt ein rein Sterblicher in Babylon als Gegensatz erhoben, als Gegensatz zu dem Sohn des Gesegneten. Und was finden wir in Rulers of Evil wieder? Eine Erklärung der Apotheosis, der Vergöttlichung George Washingtons im Fresko der Decke des Kapitols, welches ein Tempel von Jupiter ist. So lesen wir hier, so wurde kühn und direkt ein Reinsterblicher in Babylon erhoben, zum Gottesstatus. Es geht ja darum, aus dem gestorbenen Kind jetzt einen Gott zu machen. Tja, so langsam geht uns ein Lichtlein auf, gell? So. Das war jetzt die ziemlich, wie ich angekündigt habe, langwierige Lesung von diesen zwei Teilen in diesem zweiten Kapitel, im zweiten Abschnitt. Wir erinnern uns, es geht immer noch um in dem Kapitel Gegenstände der Verehrung. Nach Dreiheit in der Einheit, das war der erste Teil, haben wir jetzt besprochen Mutter und Kind, das Urmodell des Kindes mit all den Untertiteln, das Kind in Assyrien oder Babylon. Dann das Kind in Ägypten haben wir gesehen, wir haben das Kind in Griechenland gesehen, wir haben heute den Tod des Kindes und das Kind wird zum Gott erhoben besprochen. Und jetzt fehlt uns noch der Abschnitt 3 in diesem zweiten Kapitel, die Mutter des Kindes. Da wird, schätze ich mal, vor allen Dingen auf Semiramis und so weiter und so weiter und so weiter eingegangen. Das werden wir dann nächstes Mal sehen und dann ist das Kapitel 2 abgeschlossen. Ja, so langsam kommen wir weiter. Wir befinden uns im Augenblick auf Seite 73 und mir macht es Spaß, ich hoffe euch auch. Ich lerne unglaublich viel und ich habe mich da, wie gesagt, die letzten Tage sehr, sehr rein vertieft, um das vorzubereiten. Ich hoffe, dass meine Lesung einigermaßen verständlich war. Ich kann euch nur den Tipp geben, ladet euch das Buch als PDF oder runter oder kauft es euch. Kann man ja auch kaufen, das Buch, wenn ihr das lieber habt, ein gebundenes Exemplar in der Hand habt. Und lest mit mir mit, wenn ich das lese. Das hilft hier und da ganz sicher zum Verständnis. Also den letzten Teil des zweiten Kapitels, die Mutter und das Kind, Abschnitt 3, die Mutter des Kindes, das behandeln wir dann bei der nächsten Lesung. Inzwischen bedanke ich mich fürs Zuhören, ich bedanke mich für die Kommentare, die ihr mir schickt. Und ich hoffe, dass ihr davon genossen habt und dass ihr genauso gebrannt seid darauf wie ich, um weiterzulesen. Nicht vergessen, studiert selber, glaubt mir nicht, glaubt dem Autor nicht. Was ihr glauben sollt, das kann ich euch sagen. Die Bibel, das einzig wahre, heute noch erhaltene Wort Gottes, zumindest dann, wenn ihr die König-James-Bibel von 1611 nehmt. Leider nur in Englisch. Das kann man glauben. Aber wie gesagt,
wie ich in der Lesung gesagt habe, wenn ihr die Wahrheit kennt, dann könnt ihr auch die Lüge jedes Mal ohne Problem aufdecken. Wenn man die Wahrheit nicht kennt, dann glaubt man die Lügen, die einem in diesem System erzählt werden. Ich kann doch nur einen gefälschten Fünfer, einen Heiermann oder wie auch immer, sagen wir jetzt mal so, ihr kennt ja vielleicht noch die frühere deutsche 5-Mark-Münze, die man Heiermann nannte. Ich kann doch nur die Fälschung erkennen, wenn ich das Original kenne. Ich kann die Lüge doch nur als Lüge entlarven, wenn ich die Wahrheit kenne. Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Eine andere Wahrheit gibt es nicht. Alles andere ist Lüge. Wenn ihr also das Wort Gottes, die Bibel, nicht kennt, welche Chance habt ihr dann, die Lüge zu entdecken? Das war's von Jörg vom YouTube-Kanal Joggler66. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze euch, Gott segne euch und ich bete dafür, dass ihr im Glauben erstarkt und bleibt in dem Glauben an den Gott von Abraham, Isaak und Jakob, dem Schöpfer dieser Erde und Jesus Christus, unserem Erlöser, der vor 2000 Jahren am Kreuz sein Leben dafür gab, dass wir unser sündiges Leben reinwaschen können in seinem Blut und dass wir seinem Königreich beitreten. Wie im Buch der Apostel bereits geschrieben steht, und täglich werden Seelen in das Königreich Gottes zugefügt. Das Königreich Gottes ist da. Es ist hier. Es ist spirituell. Es ist nicht sichtbar, aber es ist da. Und er ist gestorben und hat sein Blut vergossen, nicht wie wir hier gelesen haben, Olenos, sondern Jesus Christus hat ein sündenfreies Leben geführt und ist auf diese Erde gekommen, um uns von unseren Sünden, die wir nicht helfen können zu begehen, zu erlösen und uns ewiges Leben zu schenken. Da geht es drum. Wenn du Jesus noch nicht gefunden hast, bete dafür. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du glaubst dem Papst, der sagt, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus ist gefährlich, oder du glaubst Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Licht und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wem wollt ihr die Tür öffnen? Gott schütze euch und segne euch und behalte und bestärke euch in eurem Glauben. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Lesung von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, von Jörg, von YouTube-Kanal Joggler66, Hour of the Truth. Tschüss.